Hallo, heute wieder ein neues Vlog-Video. Untertitel, Subtitles, Subtitulos, entweder oben oder unten. Bitte die Untertitel einschalten. Los geht's mit dem Vlog. Und heute gibt es viele, viele Herausforderungen, viele Challenges, die ich mir gestellt habe. Die erste Challenge ist einmal, ein Video sehr, sehr lang heute zu drehen. Und zwar, wenn möglich, ohne Pause. Die zweite Challenge war, dass ich langsam sprechen möchte, wieder durchgehend langsam sprechen möchte. Ich habe auf diesem Kanal, Gabriel Comparte Cosas, vor langer Zeit einmal einen sehr, sehr langen Vlog heraufgeladen und das war irgendwie ein sehr tolles Erlebnis, ein tolles Experiment. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals eigentlich fast das ganze Video lang sehr langsam und, sagen wir, relativ deutlich gesprochen habe. Und das möchte ich heute wiederholen. Das möchte ich heute wieder versuchen. Das ist die zweite Challenge. Also die erste Challenge ist, dass ich ein langes Video drehen möchte. Die zweite Challenge ist, dass ich langsam sprechen möchte. Und die dritte Challenge ist, dass ich in dieses Video möglichst viel Content, möglichst viel Inhalt verpacken kann, damit ihr mit diesem Video möglichst viel, also und auch auf natürliche Weise Deutsch lernen könnt. Darum geht es mir irgendwie. Diese Art von Vlogs mache ich eben so gerne, weil sie so spontan ist. Also mir gefällt das so, dass ich mich in eine bestimmte Umgebung hineinbegeben kann und dann mit dieser Umgebung langsam das Video entwickle. Das heißt, jedes Mal ist es etwas anderes und jedes Mal kommen andere Ideen beim Gehen, so wie jetzt zum Beispiel. Und das macht es für mich sehr, sehr spannend und interessant, weil ich einfach nicht so gerne nur drinnen vor einem Greenscreen oder einfach auch ohne Greenscreen drinnen in einem Zimmer immer nur Videos mache. Das gefällt mir nicht so gut. Und jetzt zeige ich dir mal, wo ich bin. Ich bin hier in Taiwan, in Taipei, auf einem großen, großen Platz. Und dieser Platz ist vor dieser, hier haben wir das, Gedenkhalle. Das ist die Chiang Kai-shek Gedenkhalle. Auf Deutsch wird sie Chiang Kai-shek Gedenkhalle genannt. Auf Chinesisch heißt sie Zhongzheng Jinientang. Und auf Englisch heißt sie Chiang Kai-shek Memorial Hall. Das spanische Äquivalent habe ich jetzt nicht nachgesehen, werde ich aber im Video ergänzen. Und das hier ist dann vor diesem Platz. Also da ist der Platz, ja, und hier ist dann die Hauptstraße, auch hier ist dann eine große Straße, auch so ein Tor. Und wir können jetzt entweder über den Platz gehen, obwohl ich glaube, dass es sehr windig ist, oder am Rand entlang gehen. Und ich glaube, das werde ich vielleicht, naja, das werde ich zuerst einfach mal machen. Ich werde hier am Rand entlang gehen, weil der Wind doch sehr stark ist. Aber ich habe Gott sei Dank diesen Windschutz. Ohne diesen Windschutz wäre es, glaube ich, sehr schwierig. Deswegen, ich gehe noch einmal auf Nummer sicher. Also das ist einfach so eine Redewendung. Ich gehe noch mal auf Nummer sicher und begebe mich in einen Bereich, wo es vielleicht nicht so windig ist. Ja, jetzt ist es eigentlich noch sehr früh. Es ist in der Früh, es ist am Morgen. In Österreich sagen wir oft in der Früh. In Süddeutschland kann ich mir vorstellen, sagt man auch oft in der Früh. Und sagen wir mal eher das hochdeutsche Wort oder die hochdeutsche Phrase ist am Morgen. Ja? Aber ich komme aus Österreich und wir sagen immer in der Früh praktisch. Ja? Es ist jetzt noch in der Früh. Es ist ungefähr 8:30. Ja? Und die Sonne, hier siehst du schon, die Sonne kommt schön. Also von da kommt die Sonne. Jetzt weißt du, also ungefähr, da ist Osten ungefähr. Und das Wetter ist, sagen wir mal, jetzt in der Sonne relativ angenehm. Aber wisst ihr, es war, und ich muss langsamer sprechen, es war in den letzten Tagen in Taiwan wirklich sehr, sehr kalt. Für taiwanische Verhältnisse war es wirklich frostig. Und warum sage ich das so? Weil wir in Taiwan keine Heizungen in den Häusern haben. Gefällt dir das Video? Dann lass bitte einen Like da. Vielen Dank. Normalerweise wird es in Taiwan
nicht so kalt, dass es schneit. Normalerweise schneit es nicht. Manchmal auf so Bergen, ja, kann das passieren in Taiwan, auf sehr hohen Bergen. Aber eigentlich schneit es zwar nicht, aber ohne Heizung ist es unglaublich kalt, weil das Wetter hier auch viel feuchter ist als in Österreich. Da drüben machen jetzt ein paar Leute Tai Chi. Sieht man das vielleicht? Auf jeden Fall wirst du jetzt gleich ein bisschen so eine Erhu-Musik hören. Erhu ist ein Musikinstrument, das, also ein chinesisches, traditionelles chinesisches Musikinstrument. Und vielleicht hörst du jetzt im Hintergrund diese Erhu-Musik, das kann sein, ja. Und das Wetter hier ist zwar offiziell oder von den Zahlen her, von der Statistik her viel wärmer als in Österreich, aber meine Theorie ist das einfach, dass im Winter es nicht angenehmer ist als in Österreich, weil im Haus die Heizung fehlt. Es gibt jetzt zwar schon Klimaanlagen, wo man eine Heizung einschalten kann, wo es diese Funktion gibt, aber nicht alle Häuser, nicht alle Mietwohnungen haben so eine Klimaanlage. Meine Mietwohnung hat so eine Klimaanlage nicht. Und da singt doch jemand schön. Also das ist, in Taiwan ist es auch einfach sehr Usus, dass man sich am Morgen im Park trifft, zum Sport, zur Bewegung, singt, ja, Tai Chi macht. Also hier machen ganz viele Leute Tai Chi. Ich glaube, das ist so eine typische Morgensportaktivität. Na gut, ich werde jetzt weitergehen und noch einmal zum Thema Winter zurückgehen. Man glaubt das im ersten Moment nicht oder im ersten Gedanken nicht, dass der Winter in Taiwan einfach so unangenehm ist. Aber für mich zumindest ist es so. Besonders, weil es so feucht ist. So, und jetzt mache ich hier in diese Richtung weiter. Das ist interessant. Schau doch mal, da ist eine Maus. Nein, das ist keine Maus, das ist ein Elch. Ein Rentier, kein Elch, ein Rentier. Und dieses Rentier sitzt auf einer Wippe, okay? Also gleich ein paar wunderbare Wörter zum Deutsch lernen. So, das da hier ist ein Rentier, okay? Und das Rentier hat am Kopf Hörner. Alles zusammen heißt Geweih. Beide Hörner zusammen heißen Geweih. Und dieses Rentier sitzt auf einer Wippe, eine Wippe, ja? Und das Verb dazu heißt wippen. Wir wippen auf der Wippe. Und das Nomen ist die Wippe, ja? Und übrigens, ich kann jetzt das als Beispiel nehmen, das Nomen die Wippe. Warum ist das die? Ein Beispiel. Hinten hast du ein E. Und wenn ein Nomen hinten ein E hat, in vielen, vielen Fällen, also ich habe mal die Statistik gesehen, in mehr als 90% der Fälle oder 95% der Fälle ist das ein weibliches Nomen. Die Wippe. Noch ein anderes Beispiel. Die Tasche. Ein E hinten. Die Tasche, also das ist das hier. The bag, la bolsa und so weiter. Ja, die Tasche. Wenn hinten ein E ist, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass es ein feminines Nomen ist. Findest du das Video nützlich? Dann teile bitte dieses Video mit anderen Deutschlernern. Vielen Dank. Und noch einmal zu diesen Artikeln, ja. Ich treffe oft, in Taiwan zumindest, ich treffe oft Studenten, Schüler, die mir sagen, dass das für sie eine unglaubliche Herausforderung ist, dass sie diese Artikel lernen müssen. Und das verstehe ich auch sehr, sehr gut. Aber, dass sie glauben, dass die Artikel überhaupt keine Regeln haben, dass man gar nicht irgendwie vorher schon durch eine Regel wissen kann, welchen Artikel dieses Nomen hat. Aber das stimmt nicht. Im Grunde ist es umgekehrt. In den allermeisten Fällen kann man schon herausfinden, man muss das nicht auswendig lernen, kann man schon wissen, welches Nomen welchen Artikel braucht. Genau, das wollte ich mal dazu sagen. Nur mal so am Rande erwähnt. Das werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video noch einmal
dazu sagen. Ich gehe jetzt mal hier rauf, das ist nämlich auch interessant. Man sieht es jetzt vielleicht im Sonnenlicht nicht so gut, aber das sind zwei verschiedene Kulturgebäude. Einmal, glaube ich, ist das das Theater, das Nationale Theater, und das andere ist dann das Nationale Opernhaus. Ja? Und ich schaue mal, ob man darauf gehen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich probiere es mal aus. Ich rede wieder ein bisschen zu schnell. Ich versuche langsamer zu reden. Und ich weiß nicht, ob ich hier jetzt aufgehalten werde, ob dann jemand sagt, dass ich hier nicht filmen darf oder ob das jetzt eher okay ist. Also hier sieht es dann so aus. Ein sehr, sehr massives Gebäude. Sehr, sehr massiv und sehr bombastisch fast. Dieser Baustil ist doch etwas speziell. Ja? Und du hast hier diese Dächer. Das sind diese typisch traditionellen chinesischen Dächer. Diese Dachstruktur, diese Architektur, so siehst du das. Ja? Und auch die Farben sind ganz, ganz typisch. Zum Beispiel hast du da Rot. Also Rot ist eine ganz typische, sagen wir, glückverheißende Farbe, positive Farbe in der chinesischen Kultur. Und diese Dächer sind meistens auch grün, angestrichen grün, gelb und so weiter. Und wenn ich jetzt nochmal darüber schwenke, hier siehst du dann die Straße. Da geht es dann weiter und hier siehst du die Straße und die anderen Häuser. Also das ist so die Morgenatmosphäre. Man muss auch dazu sagen, dass heute Sonntag ist und jetzt noch das chinesische Neujahr stattfindet. Im Sinne von, es sind jetzt noch chinesische Neujahrsferien. Deshalb ist es heute sehr ruhig. Es ist nicht so viel los. Ich bin mir sicher, wenn es jetzt ein normaler Werktag wäre, dann würden hier unglaublich viele Autos fahren. Ich gehe nochmal darüber und mache einen Schwenk. Da haben wir das. So sieht es hier aus. Nicht so viele Autos. Also für Taipeher-Verhältnisse ist hier nicht so viel los. Ich bin froh, dass ich hier raufgehen konnte. Ich war noch nie hier. Ich bin immer nur unten entlang gegangen. Heute auch für mich eine Premiere. Heute auch für mich das erste Mal, dass ich hier rauf komme. Und dann haben wir noch diese Teller oder diese Platten hier, wo ich jetzt nicht genau weiß, was sie bedeuten. Vielleicht werde ich es noch recherchieren. So eine Form kann man auf Deutsch eine Platte nennen oder auch Teller, etwas platt, etwas tellerförmiges. Ja? Der Teller ist ja eigentlich das, was wir zum Essen benutzen. Das ist ein Geschirr. Und alles, was so eine Form hat, kann man auch mit diesem Wort bezeichnen, wenn man nicht genau weiß, wie man es anders bezeichnen soll. Jetzt gehe ich da wieder runter und werde langsam in Richtung Chiang Kai-shek Gedenkhalle gehen. Vielleicht werde ich auch ganz raufgehen und wir können uns das gemeinsam ansehen. Jetzt gehe ich mal weiter und finde hier einen schönen Teich vor. Ich finde einen schönen Teich vor, ist eine andere Formulierung für ich sehe einen schönen Teich, ich erblicke einen schönen Teich. Etwas vorfinden ist einfach etwas hier präsent sehen. Dieser große Platz hier, wenn ich nochmal Schwenk mache, hat eigentlich sehr viele kleine Details, über die man sprechen kann. Ich bin mir sicher, dass ich heute noch auf viele gute Ideen komme, beziehungsweise viele gute Ideen bekomme und viele Themen ansprechen kann. Noch einmal zum Morgensport. Also der Morgensport hier, der relativ beliebt ist, ist Tai Chi. Das sieht man oft im Park, nicht nur am Morgen. Und ich würde sagen, andere beliebte Sportarten in Taiwan sind unter anderem Basketball. Nicht Fußball. Fußball ist hier nicht so beliebt. Das ist nicht so ein populärer Sport. Basketball eher, Volleyball auch. Und Radfahren, glaube ich, ist in den letzten Jahren auch immer beliebter geworden. Das ist ein schöner Teich, den werde ich mal filmen. Hier hört man vielleicht ein bisschen dieses Motorgeräusch, weil hier siehst du nämlich, hier siehst du, dass dieses Wasser rausgepumpt wird.
und vielleicht ist das Geräusch ein bisschen laut. Das werde ich dann im Video, bei der Videobearbeitung besser beurteilen können. Dann kann ich sagen, ob man mich noch gut versteht oder nicht. Aber trotzdem werde ich mal einen Schwenk hier machen und euch zeigen, wie es hier aussieht. Was ist das hier? Das nennt man auf Deutsch eine Brücke. Das nennt man auf Deutsch eine Brücke. Eine weiße Brücke, auch ganz typisch traditionell chinesisch. Das war jetzt auch nicht anders zu erwarten auf diesem Platz hier, weil das alles architektonisch bewusst traditionell chinesisch gehalten ist. Wenn es dich interessiert, jetzt abseits von diesem Video, kannst du natürlich gerne im Internet recherchieren, was dieser Platz für eine Bedeutung hat, wie er gebaut wurde und was für Bestandteile dieser Platz hat. Das kannst du natürlich sehr, sehr gerne machen. Also Chiang Kai-shek Memorial Hall auf Englisch. Sehr, sehr willkommen, sich das noch einmal selber im Internet anzusehen. Und jetzt gehe ich weiter und sehe hier auch interessante kleine Tische und noch was Lustiges, das habe ich in dem anderen Video auch mal gesagt. Und zwar, das hier sieht ja eigentlich aus wie Holz, oder? Das ist aber kein Holz. Das ist Kunststoff. Es ist, glaube ich, kein Beton, aber es ist Kunststoff. Und das ist ein lustiges Phänomen in Taiwan, dass man diese Zäune oder Geländer, manchmal auch so Treppen, nicht wirklich in diesem Material macht, wonach es aussieht, sondern in einem anderen Material macht und das dann so anstreicht. Und meine damalige Theorie war, dass es aufgrund der Feuchtigkeit, aufgrund des Klimas, einfacher zu regeln ist, wenn man das so macht, dass das nicht so schnell kaputt geht. Aber ich weiß nicht, ob meine Theorie stimmt. So, jetzt gehe ich weiter. Da höre ich Musik, werde jetzt aber trotzdem in diese Richtung weitergehen, damit die Musik meine Stimme nicht so sehr überlagert. Ich denke, du hast schon einen Eindruck bekommen können, wie das hier in den Parks so abläuft. Überall sind ein paar Leute, machen entweder Tai Chi, singen, hören Musik oder machen zur Musik Bewegung. Sie machen zur Musik Gymnastik. Das ist ein ganz typisches Bild in Taiwan. Und ich glaube, ich gehe jetzt nicht hier drüber, weil ich hier auf einem Rasen bin. Den möchte ich jetzt nicht noch einmal, ja, mit meinen Schuhen hier bearbeiten, zertreten, sondern ich gehe lieber den normalen Steinweg. Das ist ein Steinweg oder auch ein Steinpfad. Normalerweise sagt man Pfad zu so einem kleinen Weg. Und das ist vielleicht auch ein Weg. Eine Straße ist was anderes. Eine Straße ist das, was wir vorher gesehen haben, wo die Autos fahren. Ja, ja, und gerade eben habe ich auch noch diese Böller gehört. Zum chinesischen Neujahr zündet man Böller. Hin und wieder hört man das noch. Und jetzt gerade habe ich wieder eines gehört. Ja, das war ein netter Spaziergänger, der hat mich gerade gegrüßt und ich ihn auch. Und hier sieht man die Gedenkhalle nochmal von Weitem. Hier, da werden wir jetzt langsam, aber sicher hingehen und dann von oben den Ausblick genießen. Und Karaoke ist auch ein ganz, ganz beliebtes Hobby hier. Ein Zeitvertreib, sagen wir. Das ist ein beliebter Zeitvertreib. Jetzt wirst du höchstwahrscheinlich jemanden hier Karaoke singen hören. Ich muss ehrlich sagen, ich muss gestehen, das heißt also, ich muss ehrlich sagen, ich muss gestehen, ich singe überhaupt nicht gern. Ich spreche sehr gerne, ich diskutiere sehr gerne, das auf jeden Fall, aber es war immer schon so, seit meiner Kindheit, dass ich nicht gerne gesungen habe. Es hat mir einfach nicht gefallen. Singen und Sprechen sind ja doch sehr unterschiedliche Dinge.
Und ich kann es nur so sagen. Ich weiß nicht warum, den richtigen Grund, warum ich nicht so gerne singe, habe ich nie näher ergründet. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein paar Kommentare unter das Video schreibst. Aber es ist einfach so. Ja, ich bin jetzt eigentlich eh schon vor der Halle. Noch einmal hier. Sehr, sehr schön. Es ist wirklich ein großes Gebäude. Du wirst es gleich sehen. In ein paar Minuten wirst du es dann sehen. Und die Stufen dorthin werden wir dann auch schön langsam raufgehen. Ich freue mich wirklich schon besonders auf den Ausblick. Da hat man auch so Getränkeautomaten da hinten. Das können wir uns dann entweder jetzt oder später ansehen. Weißt du was? Ich glaube, das machen wir jetzt gleich. Wenn wir schon in der Nähe sind, dann gehen wir gleich zu den Getränkeautomaten. Los geht's. Wie sehen taiwanesische Getränkeautomaten aus? Gute Frage. Und wenn ich das schon sehe, muss ich das auch gleich beschreiben. Sind das hier Mistkübel? Ja, das sind Mistkübel. Hier unten siehst du tolle Mistkübel. Kann man das sehen? Das Licht ist jetzt sehr, sehr hell. Deswegen kann ich auf dem Bildschirm nicht so gut erkennen, ob das scharf im Bild ist. Aber ich glaube schon, das ist ein Mistkübel. Aber nur hier auf dem Chiang Kai-shek Gedenkhallenplatz. Normalerweise sehen die natürlich nicht so wunderschön aus. Aber hier auch typisch traditionell chinesisches Muster. Das sind die Mistkübel. Und hier steht auf Chinesisch was? Hier steht auf Chinesisch normaler Müll. Ich muss nur kurz mein Mikrofon richten. Einen Moment. Hier steht normaler Müll und dann Tonne. Also die Tonne für den normalen Müll. Jetzt geht's weiter zur Getränkeabteilung. Da haben wir jetzt den Getränkeautomaten, zwei Getränkeautomaten. Was für Getränke finden wir denn hier? So, da oben hast du mal Wasser. Das hier ist etwas, das ist so ein isotonisches Getränk. Das trinken Leute manchmal, wenn sie Fitness machen. Mir schmeckt das nicht so gut und mir ist es auch einfach zu viel Zucker. Es ist vielleicht wirksam, wenn man Sport macht, aber mir gefällt es nicht so. Mir schmeckt es nicht so. Dann hast du hier Zitronenlimonade, dann hast du Pepsi-Cola und hier hast du dann Milchtee. Auch ganz wichtig, verschiedenste Teegetränke sind in Taiwan sehr, sehr beliebt. Grüntee, dann hast du hier wieder japanischen, ohne Zucker hast du dann so Grüntee. Und diese Variationen, und da unten hast du eh auch auf Englisch, das ist dann so Schwarztee. Und hier ist dann Kaffee und Ovomaltine, sagen wir in Österreich. Oder auch in Deutschland, glaube ich, sagt man Ovomaltine, heißt das, ja. Die Sache mit dem Tee ist so. Tee ist ja, wie viele Leute wissen, ein ganz typisches chinesisches Getränk. Oder ein Getränk, das in der chinesischen Kultur, das in dem chinesischen Kulturraum schon seit unglaublich langer Zeit konsumiert wird und angebaut wird. Und jetzt gibt es auch Versionen in Taiwan als Softdrinks, kann man das eigentlich sagen. Das heißt, du hast Teegetränke, die sind aber jetzt nicht wirklich so im traditionellen Sinn ein Tee, sondern es ist einfach ein bisschen wie ein Softdrink, wie so eine Limonade oder sowas. Natürlich sehr süß, mit anderen Geschmacksstoffen drinnen. Und das hat mit dem ursprünglichen Tee natürlich nicht mehr so viel zu tun. Aber es soll so sein. Na gut, jetzt gehen wir rauf zu der Halle. Und da steht noch was Interessantes. Ich möchte es noch kurz zeigen. Da siehst du etwas. Ein Schild, was man nicht machen darf. Was darf man hier nicht machen? Hier steht, take kind care of flowers and trees. Also man soll die Bäume und die Pflanzen gut behandeln und man soll sie nicht abreißen, man soll die Bäume und Pflanzen nicht malträtieren. Also die hier zum Beispiel, da sehe ich auch ein kleines Loch. Ich weiß nicht, wie dieses Loch zustande gekommen ist, das hier. Ob das jemand war oder ob das einfach so passiert ist, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sieht es hier doch sehr gepflegt und schön aus. So, und dann hast du nochmal von dieser Perspektive den Platz. Vorher war ich da drüben, vor ungefähr
26 Minuten. Ja? Und dann bin ich diesen ganzen Weg hier so weitergegangen und dann darüber, Entschuldigung, andere Seite, darüber, bis hierher. Jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir die Stufen rauf. Wird sicher sehr interessant. Sehr schön. Eigentlich schon viele Leute da, die auch Fotos machen. Also ich bin nicht der Einzige. Vielleicht bin ich der Einzige, der jetzt einen Vlog macht. Höchstwahrscheinlich bin ich der Einzige, der einen Deutschlern-Vlog macht. Aber viele andere Leute, die fotografieren, Filme machen, den Morgen genießen, oben die Perspektive auf Taipeh ansehen und sich diesen großen Platz geben. Ich gebe mir etwas, das heißt einfach nur, in diesem Kontext, ich genieße etwas, ich mache etwas, ich konsumiere etwas, ich gebe mir etwas, ich gebe mir jetzt diesen Platz oder ich gebe mir jetzt den Morgen hier auf diesem Platz. Na gut, unglaublich, ja? Das ist echt groß. Das ist echt groß. Riesig. Ein bombastischer Platz. Ich kann mich da gar nicht daran satt sehen. Bedeutet, ich kann nicht genug bekommen. Ich muss es immer weiter ansehen. Ich sehe es jetzt hier durch die Kamera, durch den Bildschirm, aber ich schaue mal darüber. Ja. So sieht es dann in echt aus. Und da hinten sieht man auch noch, da irgendwo, ich will mal schauen, ob ich das finden kann, da hinten sieht man auch den Präsidentenpalast, den Turm des Präsidentenpalastes. Und hier ist dann das Tor. Das war interessant. Vorher war es noch zu. Und jetzt in dem Moment, wahrscheinlich weil es 9 Uhr ist, in dem Moment hat sich das Tor jetzt gerade geöffnet. Beziehungsweise das Tor wurde gerade geöffnet und man kann in die Chiang Kai-shek Gedenkhalle hineingehen. Noch etwas anderes zu dem Platz, und zwar hier in der Mitte des Platzes ist ein Fahnenmast, das nennt man Fahnenmast, okay? Und auf dem Fahnenmast ist dann die Flagge der Republik China, beziehungsweise der Republik China auf Taiwan. Jetzt gehe ich mal weiter. Da sind schon einige Touristen, die Fotos machen. Und zeige euch mal, wie es da drinnen aussieht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Lärm machen. Aber hier sieht man, wie das aussieht. Und da ist auch dann die Garde, die Gardesoldaten. Und hier hast du die Soldaten. Ich bin jetzt mal ruhig und wir gehen mal hin. Und das, was du hier siehst, ist die Wachablöse der Gardesoldaten in der Chiang Kai-shek Gedenkhalle. Es hat ungefähr 6-7 Minuten gedauert. Die ganze Wachablöse hat ungefähr 6-7 Minuten gedauert. Und ich wollte das Wichtigste nur euch zeigen, weil es sonst zu lang werden würde. Man sieht eben, wie die Gardesoldaten hier mit dem Gewehr bestimmte Bewegungen machen und dann im Gleichschritt zum Ausgang gehen. Und hinten stehen dann zwei Gardesoldaten neben der Statue, einmal links und einmal rechts. Und die Kleidung wird nochmal von anderen Mitarbeitern von dieser Gedenkhalle geordnet. War ein sehr interessanter Anblick und es war kompletter Zufall, das zu sehen. Ich habe das nicht geplant. Ich bin zufällig zur richtigen Zeit dort angekommen. Und das war es auch schon. Vorher habe ich jetzt eine Maske aufsetzen müssen. Das war hier Vorschrift. Und jetzt geht's weiter. Wieder die Stufen runter. Und weiter zum, würde ich mal sagen, letzten Teil des Vlogs. Da haben wir auch viele Blumen. So ein Blumenbeet, sagen wir dazu. Ein großes, großes Blumenbeet. Langsam wird es auch, jetzt ist es 9 Uhr, mehr als 9 Uhr,
ein bisschen wärmer hier. In der Früh ist es jetzt noch relativ kalt, aber jetzt langsam beginnt der Tag. Taipeh wacht langsam auf. Ich bin schon vorher aufgewacht. Ich habe heute Gott sei Dank sehr gut geschlafen. Da fällt mir gerade eine Frage ein, die ich euch stellen kann. Und zwar, bist du eher ein Frühaufsteher oder bist du ein Spätaufsteher? Oder anders gefragt, was aber mit Frühaufstehen oder Spätaufstehen nicht unbedingt etwas zu tun hat, anders gefragt, gehst du früh schlafen oder gehst du spät schlafen? Von hier kommt die Sonne, aber ich muss jetzt darüber gehen. Vielleicht kann ich auch rückwärts gehen, mal sehen, wie das funktioniert. Es ist ein bisschen eigenartig, rückwärts zu gehen und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht stolpert. Und ich muss auch aufpassen, nicht zu schnell zu reden. Ich sollte nicht so schnell reden. Aber egal, ob man jetzt in der Klasse steht als Deutschlehrer oder ob man solche Videos macht, es ist eine wirklich gute Übung, wenn man als Deutschlehrer arbeitet, auf die Satzstruktur zu achten, wenn man spricht. Es ist eine sehr gute Übung, wenn man sich immer darauf hinweisen muss, wenn man sich selbst immer daran erinnern muss, schön langsam und deutlich zu sprechen. Da mache ich noch mal kurz einen Schwenk. Die tanzen da. Ist das Boogie Woogie oder so? Die tanzen hier, ja. Und wie gesagt, ganz typisch am Morgen, diese Morgenaktivitäten, die man hier in Taiwan in den Parks oder auf den großen Plätzen macht. Ist doch eigentlich sehr interessant, dass es auf diesem Platz, der geschichtlich, der historisch eine sehr spezielle Bedeutung hat, mit auch dieser Gedenkhalle, dass man hier auf diesem Platz dann die Leute findet, die komplett verschiedene Dinge machen. Die einen machen Tai Chi, die anderen singen Karaoke, die anderen tanzen Boogie Woogie, ja, wenn das Boogie Woogie ist. Auf jeden Fall, sie tanzen sehr, sehr schön zu einer 50er Jahre Musik. Diese Musik, diese Melodie, ist so wie amerikanische 1950er Jahre Musik. Jetzt habe ich vergessen, wo ich gerade weitergeredet habe. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar das Thema Sprechtempo. Genau. Also wenn man Deutschlehrer ist, dann trainiert man ganz automatisch langsam und deutlich und grammatikalisch richtig zu sprechen. Etwas Lustiges passiert mir auch hin und wieder, wenn ich in Österreich bin oder wenn ich mit Muttersprachlern spreche, also besonders in Österreich, ja, dann sagen sie mir oft oder sie merken oft an, dass ich so überkorrekt spreche oder dass ich so Standarddeutsch spreche, ein bisschen eigenartig, wenn man aus Österreich kommt. Das kann man jetzt als, da kann man jetzt fast Witze drüber machen, aber ich meine das nicht so. In Österreich spricht man genauso gut Deutsch, das habe ich damit nicht gemeint, sondern ich meine damit, dass wir im Alltag mit anderen Muttersprachlern, egal ob du jetzt aus Österreich kommst, aus Deutschland kommst, aus der Schweiz kommst, im Alltag sprechen wir natürlich nicht nur so, wie es in einem Lehrbuch steht. Ganz unabhängig von der Muttersprache. Denk an deine Muttersprache. Wie sprecht ihr denn im Alltag? Sprecht ihr so, wie es in einem Lehrbuch ist? Gute Frage. Und ich sehe jetzt gerade, dass mein Akku offensichtlich gleich leer ist. Deswegen sollte ich wahrscheinlich hier Schluss machen. Das war jetzt ein sehr schnelles Ende. Aber wir sehen uns sehr bald wieder. Es war sehr schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen und bis bald. Alles Liebe.
Okay, das war der Vlog für heute. Ich hoffe, es war nützlich. Ich hoffe, es war spannend, interessant. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es bitte mit anderen Deutschlernern. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.